Am 13. März steht in Homberg oben die Bürgermeisterwahl auf dem Programm. Eine Kandidatin hatte bereits ihren Hut in den Ring geworfen, und zwar Simke Riet, die als unabhängige Kandidatin von der CDU, der SPD und den Freien Wählern unterstützt wird. Nun hat sie Konkurrenz bekommen. Die Homberger Jutta Stumpf, Barbara Schlemmer und Thorsten Müller wollen ebenfalls als unabhängige Kandidaten auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen. Das Ungewöhnliche dabei, sie treten gegeneinander, aber dennoch gemeinsam als Team an. Bürgermeisteramt, das ist kein Job oder kein Beruf, sondern das muss Berufung sein. Und wenn man sich dafür entschließt, dann muss man hier vor Ort leben und man muss von den Entscheidungen, die man trifft und die man gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung entscheidet, die man dann umsetzt, da muss man selber betroffen sein. Und da habe ich mir gesagt, okay, wir haben niemanden gefunden, aber wenn wir keine Wahl haben, dann haben wir die Situation, die wir in bestimmten Ländern dieser Erde total als Deutsche kritisieren, nämlich nur eine einzige Person, die kandidiert. Und das kann nicht richtig sein. Und dann haben wir uns zu dritt entschlossen in einer Diskussion, dann bieten wir dem Wähler in Homberg eine Auswahl an. Und so ist es zur Kandidatur. Wir alle, wie wir hier stehen, wir wissen, wo es in Homberg hakt, was Homberg fehlt. Wir haben die Bürgernähe einfach. Das sind die Beweggründe. Diese Politik, die mir schon seit Jahren nicht gefällt, geht jetzt weiter. Und wir haben jetzt schon wieder eine Kandidatin von außen, schon wieder jemand, der kommt mit dem gleichen Programm aus der Steinzeit, weitere Gewerbegebiete erschließen, neue Baugebiete erschließen. Die A49 ist ohnehin besetzt und kein Wort davon, dass man zumindest was machen muss, um die Auswirkungen von Homberg zu begrenzen. Und da haben wir uns gesagt, im gemeinsamen Gespräch, es hat mich schon lange umgetrieben, das kann man nicht so laufen lassen. Und deshalb haben wir gesagt, obwohl niemand von uns, glaube ich, noch vor einem halben Jahr gedacht hat, der möchte Bürgermeister oder sowas werden, wir müssen jetzt aus Verantwortung für Homberg hier antreten, weil die nächsten 6 Jahre, die sind so, dass hier ganz entscheidende Weichen gestellt werden für Homberg. Oder im Vorfeld war ja schon die Rede von Gräben, die man zuschütten möchte. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich denke eher, man hat verlernt, Kompromisse zu finden und diese zu gehen. Das ist, wie du eben sagtest, dass ein Kompromiss am Ende steht. Die drei treten also als Team an. Doch würden sie dann auch als Team regieren? Und warum haben Sie sich eigentlich nicht dafür entschieden, nur einen Kandidaten ins Rennen zu schicken? Dieses Job-Sharing, das gibt es nicht bei den Wahlbeamten. Aus diesem Grund wäre das nicht möglich. Aber es wird so sein, derjenige von uns, der gewinnt, bekommt von den anderen die Unterstützung. Ich habe ja schon gesagt, wir wollten einfach das Portfolio für die Bürger erweitern und Bürger jetzt hier die Auswahl bieten. Dort haben wir ein Lager, dort haben wir ein anderes Lager. Wir spalten uns auf und Sie haben es ja gesehen, jetzt auch in der Unterredung. Es wird, auch wenn man zu dritt sagt, wir kandidieren zu dritt, dann wird es immer individuelle Dinge geben, die der Einzelne anders machen würde als der andere. Das weiß man ja, jeder hat seine Freunde und seine Nicht-so-Freunde und dann hat jeder, aber aus der Bevölkerung kann sich sagen, okay, ich würde den und derjenigen vielleicht nicht wählen als Einzelkandidaten, aber aus dem Dreierpack finde ich dann einen, der für mich wählbar ist. Welche Voraussetzungen muss ein Bürgermeister eigentlich mitbringen und erfüllen diese alle drei oder nur gemeinsam? Was man bräuchte, wäre eine Überparteilichkeit. Man sollte nicht so in Konventionen verhaftet sein. Man sollte breit aufgestellt sein in seinem Denken. Also man sollte auch, wie ich schon immer gesagt habe, um die Ecke denken können. Man braucht aber auch eine gewisse Durchsetzungskraft, finde ich. Also es muss transparent werden, was läuft in dieser Kommune ab. Bürger dürfen nicht überrascht werden über wichtige Entwicklungen, sondern das muss im Vorfeld, ich glaube, es ist die halbe Miete, klar zu machen, was wird warum wo gemacht. Und dann würde man auch, sagen wir mal, Probleme minimieren. Also das halte ich für fast das Wichtigste. Und Führungsqualitäten natürlich. Das ist natürlich als zweites total wichtig, Führungsqualitäten zu haben, um die Verwaltung ordentlich zu führen. Das ist klar.
Und wir denken von uns natürlich, jeder Einzelne ist der Top-Kandidat dafür. Ist doch auch klar.